Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Pico Gameplay. Ich zeige euch Private Property und Private Property gibt es für 12,99 € im Pico Store. Ich glaube, es gibt sogar auf Steam VR. Und ja, Private Property ist von den Elven Assassins Machern. Wer das nicht kennt, ich werde mal in die Beschreibung und in die Infobox Elven Assassin, ja, mein Gameplay dazu mal reinpacken. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und ja, wir haben hier einen Singleplayer-Modus. Und ja, hiervon lebt das Game eigentlich, vom Multiplayer-Modus. Ich habe jetzt keinen Spielpartner am Start, von daher müssen wir erstmal den Singleplayer-Modus testen. Ja, wir können für den Multiplayer-Modus auch Sachen freischalten für unseren Charakter. Und ja, hier sehen wir andere Hüte, andere Oberteile und alles im Western-Stil halt, ne? Wir haben eine Ingame-Währung. Und ja, die durch besonders tolle Schüsse, glaube ich, holen wir uns dadurch Dollars ab. Und ja, gehen wir mal in die Settings rein. Wir haben hier einmal unsere dominante Hand, ob wir Links- oder Rechtshänder sind. Waffen-Offset, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, was das jetzt ist. Ein Offset ist ja normalerweise der Winkel, den wir einstellen, ne? So ein Offset-Winkel. Vibration natürlich, Snap-Turn aktiv. Musik und Soundeffekte lassen wir drin. Limit User Tracking, weil bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Und dann haben wir hier noch die Sprachen Englisch, Koreanisch oder Japanisch. Gut, bleibt natürlich bei uns für Englisch. Und ja, hier haben wir nochmal die Controller-Belegung, sage ich einfach mal. Aber das zeige ich euch gleich mitten im Spiel einfach. Gehen wir mal in den Singleplayer rein. Und zwar haben wir hier 4 Maps. Ich zeige euch mal jede Map. Mal ein bisschen, dass wir ein bisschen was sehen. Fangen wir bei der Farm an. Und ja, wir haben verschiedene Waffen zur Verfügung. Die kann ich aber jetzt auch noch nicht auswählen. Wir gehen mal einfach ins Game rein. Wir haben einmal dieses Repetiergewehr, wenn man es so nennen kann. Ich spiele wieder mit dem Rifle Casual für die Pico 4. So, und da hinten kommen wir schon. Also das Gewehr macht ganz schön Laune. Da kann man richtig schön von Weitem schießen. Dann haben wir aber hier auch noch eine Station. So eine kleine Railgun. Den holen wir uns aber. Gesehen, 4 Dollar verdient für den Kopfschuss jetzt gerade. So, da hinten kommt wieder was. Mit der Grifftaste kann ich immer wieder nachladen. So. Wenn man zu zweit spielt, macht es natürlich Sinn, dass einer hier immer an die Railgun geht und erstmal hier so ein bisschen aufräumt. Weil es wird natürlich nachher richtig heftig. Die Wand stecken auch ganz schön ein. So, jetzt wechseln wir aber mal auf Revolver, ne? Wilder Westen halt. So, damit kann man natürlich Kill bekommen, aber mit 2 ist das dann natürlich ein bisschen schwieriger. Schauen wir mal da hinten hin. Okay, das macht jetzt keinen Sinn, aber hier haben wir noch. Da kommt ein ganz dicker. Versuchen wir den mal. Muss man ein bisschen schneller kurbeln, ne? Okay, ich würde wieder wechseln auf. Ein paar sind natürlich reingekommen, aber gut. Kann man es nicht verhindern. Hier immer ein paar Kopfschüsse geben. Und dann haut das eigentlich schon hin. Genau, auf jeden Fall überlebt. Gut, ich glaube 2 sind reingekommen. Blöd gelaufen. Die Brücke drauf halten. Dann haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen weniger.
an Gegnern. Ich schwören können, ich habe gerade den Aufschuss verpasst. Ach, Mann! Ach, der ist drin, der ist drin. Ja, kostet immer 5%. Wir haben auch noch einen Bogen, wie bei Elven Assassins, aber der gefällt mir hier nicht so gut wie bei Elven Assassins, muss ich sagen. Kann natürlich auch am Tracking liegen. Ja. Wenn die treffen, ist man sofort kaputt. So, wir haben hier noch eine Schrotflinte. Für nah ist die natürlich ganz gut. Für weiter weg müssen wir uns natürlich diese hier nehmen. Dann haben wir hier den Bogen noch. Ja, und der gefällt mir gar nicht. Vom Handling her fühlt sich nicht echt an. Natürlich, wenn wir treffen, ist das ganz gut. Ah, okay. Kommen Sie da oben. Ja, natürlich auch. So, jetzt wechseln wir aber mal wieder. Das Gewehr macht mir am meisten Spaß, man kann ganz gut zielen. Schrotflinte ist auch noch ganz cool. Okay, da werden wir jetzt nichts. Achso, wir haben noch diesen Granatwerfer. Natürlich auch ziehen können, ne? Okay, der war es jetzt nicht. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach die nächste Map an, dass wir mal wirklich alle Maps gesehen haben. So, und hier sind wir in Forgotten Town. Mal schauen, wie die Map hier aussieht. Gefällt mir schon ein bisschen besser, was ich jetzt hier so sehen kann. Mal rüber. So. Es ist ein Multiplayer-Game, das ist ganz klar. Da kann man sich so ein bisschen Rollen verteilen, wo geht wer hin, und macht dann natürlich auch mehr Sinn, ne? War denn hier auch so einen Minigun-Stand? Nee, ne? Oben ist doch was, oder? Ja, genau. Die Position ist natürlich auch nicht schlecht von hier aus. Aber wenn zu viele kommen, wird man das von hier aus auch nicht mehr schaffen können.
hat aber jetzt echt Schüsse gekostet. Der war hartnäckig, der Kleine da. Da. Jetzt aber die Rübe weg. Jetzt hat er die Rübe weg. Große Kollege wieder. Müssen wir wieder gezielte Kopfschüsse geben. Ist aber auch nichts Besonderes mehr. Aber hier hat man auch einen ganz guten Überblick. Ein altes Minendorf, ne? Ha! Das ist meine Stadt. Der Sheriff. Ein Schuss noch? Häuser? Ja. Sein. So, hier sind wir in der Map Prison. Ja, altes Western-Gefängnis. Schauen wir uns mal an, von wo die überhaupt kommen. Ah. Die Entwickler bauen ja oder entwickeln gerade auch ein wirkliches Zombie-Spiel, wo man auch rumlaufen kann und so weiter. Ich habe da nur einen kleinen Trailer zu gesehen. Kann ich gerne auch nochmal in die Beschreibung verlinken. Weil, gut, im Multiplayer kann ich das noch verstehen. So Wave-Shooter macht. Kann Spaß machen, aber die Zeiten für Wave-Shooter sind eigentlich vorbei. Das ist natürlich cool, wenn dann auch wirklich nochmal in normalem Game gearbeitet wird. Zombies dürfen scheinbar nicht bei diesem Team fehlen. Kamerad. Damit holt man jetzt nicht so viel weg, ne? Also gibt es scheinbar so welche, die unsterblich sind. Zombies sind eigentlich immer unsterblich, oder?
komm, jetzt holen wir nochmal die. Ach, okay. Und da ist auch nicht viel los damit. Echt Blei fressen. Stimmt doch irgendwas nicht, oder? Gerade noch so erledigt. Also. Also ich bin nicht gut in Shootern, aber so schlecht dann auch wieder nicht. Das können wir nochmal hier, zack. Wenn wir jetzt hier rauskommen, können wir die eigentlich mal. Ah, okay. Ich hab's mir noch gedacht, dass ich jetzt gerade erwischt werde, aber. Ich wollte euch sowieso die andere Map zeigen, aber. Ah, man kommt dann wieder, okay. Ich dachte, dann wäre wirklich aus. So, aber ich zeige euch jetzt trotzdem die nächste Map. Gut. Soundkulisse ist natürlich immer das gleiche Lied scheinbar, ne? Die werden von da oder da kommen, denke ich mal, oder? Mit der Waffe hier und der Rifle Casual macht das echt Spaß. Wenn man so auch natürlich schön ruhig halten kann. Aber ich glaube, die Abfrage ist manchmal nicht wirklich korrekt. Long distance. Hier kein Dings, ne? Kein Turm, wo wir eine Minigun haben.
Na. Den ab und zu noch mal ein bisschen was klauen. Die laufen aber teilweise komisch. Ah, das war ein guter jetzt. Kann ich den Typ mit der denn hier gut einheizen? Wenn ich den mehr treffen würde. Macht auch irgendwie zu wenig Schaden, oder? Den erlegen wir jetzt mit Pfeil und Bogen. Nennt mich Legolas. Okay, Leute, ich würde sagen, beenden wir hier das Gameplay. Gehen wir mal ins Hauptmenü oder bleiben einfach mal hier. Ja, das ist Private Property und ich muss sagen, ja, ganz witziges Spiel, aber alleine macht es nicht wirklich großartigen Spaß. Ich kann mir gut vorstellen, dass man mit mehreren Leuten hier schon ein bisschen Spaß haben kann. Aber wie eben schon gesagt, die Zeit für Wave-Shooter ist eigentlich vorbei. Und ja, auch das immer hin und her teleportieren. Und wenn ich hier wirklich die Karte hätte und ich könnte hier wirklich rumlaufen, könnte eventuell noch Fallen aufstellen vorher, hätte dann verschiedene Möglichkeiten, die noch aufzuhalten, dann wäre es nochmal was anderes. Aber nur von hin und her Teleportiererei und ja, also ist nicht mehr zeitgemäß, meiner Meinung nach. Ich würde aber auch gerne eure Meinung dazu wissen und ja, da könnt ihr gerne unter die Kommentare mal schreiben, was ihr von dem Game haltet. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt meinen Kanal abonnieren würdet. Ein Like da lassen wäre echt nicht schlecht. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.